Mein Name ist Christine Ehrenhuber. Ich arbeite für das Unternehmen Tatort. Wir sind der Local Facilitator für die Pilot Case Study an der Steyr in Oberösterreich im Rahmen des EU-Projekts SPARE. Also über das SPARE-Projekt an sich würde ich gerne wissen, was die Ergebnisse dieses Projekts sein sollen, was die Zielsetzungen des Projekts sind. Mich würde auch interessieren, wie die Partizipationsprozesse in den anderen Pilot Case Studies ablaufen, wie sie von der Bevölkerung angenommen werden und wie die Ergebnisse sein werden, wenn diese Pilot Case Studies am Ende zusammengeführt werden. Vom SPARE-Projekt erwarte ich mir, dass es dazu beiträgt, eine stärkere Bewusstseinsbildung rund um die Ökosystemleistungen von Flüssen in alpinen Regionen zu schaffen, um die Bevölkerung in den Flussregionen zu sensibilisieren für die Leistungen, die alpine Gewässer für die Menschen bringen, für die Umwelt bringen, um ein umfassenderes Bild auch zu schaffen über alpine Gewässer und Flussregionen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, die Bevölkerung in das Flussmanagement zu involvieren. Schlussendlich ist es die Bevölkerung, die am stärksten von dem Fluss und allen Maßnahmen, auch die rund um den Fluss getroffen werden, betroffen ist. Alle Maßnahmen, die getroffen werden, seien es Renaturierungsmaßnahmen, seien es Maßnahmen für eine stärkere Nutzung des Flusses, betreffen direkt die Bevölkerung am Fluss. Maßnahmen sind auch immer dann erfolgreicher, wenn man die Bevölkerung stärker einbezieht, weil dann auch weniger Widerstände entstehen, wenn die Menschen das Gefühl haben, dass sie mitgestalten, mitreden können bei allen Entscheidungen rund um einen Fluss.